Ah, wo will ich denn hier lang? Ach, Menschenskinner. Hier lang. Naja. Ne, den filmen wir noch nicht aus. Wir holen es noch nicht. Ich habe ja noch was. Ich habe ja noch Platz im Inventar. Da gehe ich jetzt erstmal zu Ashley. Hier, ne? Genau. Ja, ja. Ach, Geisterdämmerung ist das Gebiet. Ich merke mir das irgendwie nie, welches Gebiet welches ist. Schlimm eigentlich, ne? Habe ich irgendeine Belohnung drinne? Oh, mysteriöse Schatzkiste. Die packe ich erstmal aus. Warum war da jetzt ein Düd zu hören? Ach so, weil ich die Schatzkiste ausgepackt habe. So tolle Sachen sind da manchmal drin. Oh, und eine Piratenkiste, da ist meistens Geld drin. Super, freut mich. Zwei Piratenkisten. Drei. Wo habe ich eigentlich die Schatzkisten herbekommen? Weiß ich nicht mehr, aber 54 Silber, 45, 59 und 51 Silber. Na, das ist doch was. Erstklassiger Mana-Trank. Den werde ich vielleicht bestimmt noch gebrauchen können. Vielleicht bestimmt noch. Auch nicht schlecht. So. Dann auf ins Gebrüll. Auf sie mit Gebrüll. Und zum Glück gibt es hier immer noch welche, die an Land sind. Na los, komm auch noch ran. Dankeschön. So, und weiter geht's. Dann macht man die mal hier im Wasser. Los kommt, ihr Baumlinge. Wo aber ein Stück müsste an Land kommen? Das sieht man überhaupt nicht jetzt großartig, ob die gestunt sind oder nicht. Aber auch hier haben wir geschafft. 179, 162. Sind noch ein paar Erfahrungspunkte, die es gibt. So. Und was ich dann mal versuche, ich versuche mich mal an so einem Ork in Ardia. Mal sehen, ob ich einen finde. Dürften ja vielleicht, obwohl die Zeit ist schon ein bisschen mehr vergangen. Was haben wir? Ach so, das ist mal wieder ein Boss, aber auch der ist schnell beseitigt. Wo muss ich denn lang? Da unten muss ich lang. 10 Stück, na, die sind leicht. Leicht besiegt. Na, ich versuch's mal einfach, wenn der Quest hier fertig ist, probiere ich's einfach mal mit dem
mit dem na, mit dem Ork. Ich meine, ich habe ja jetzt, ich bin ja jetzt ein paar Level mehr, als ich das damals probiert hatte. Und probieren geht ja bekanntlich über Studieren. Deswegen, aber erstmal noch den Quest fertig machen. Ich mag's nicht, wenn so etwas unfertig zurückgelassen wird. Ardia sehe ich da unten gerade so im Chat durchscheinen, suche. Werden wir mal sehen, ob es klappt oder nicht. Aber naja, wie gesagt, ich kann jetzt ewig darüber nachdenken und das Ganze machen. Ich probier's dann einfach mal. Ob's machbar ist. Ach man, ja. Dieses das klingt so komisch. Und weg mit euch, wie sie dann einmal auf all diese ein alle auf einmal umfallen. So rum. Kinders. Nee. So, da haben wir bis drei, na nicht ganz die Hälfte von dem Gebiet ist geschafft. Dann nehmen wir hier noch die Scoobus, oder hießen die doch, glaube ich, Scoobus, wenn ich mich recht erinnere. Nee, Geister in der Sorte. Wie komme ich jetzt auf Scoobu? Keine Ahnung. Naja, egal. Ich mach's jetzt hier erstmal alle platt. Haben wir noch ein paar, aber ich gehe da gleich nach oben, auch wenn ich dann ein paar mehr mache, ist mir dann in dem Falle egal. Dass ich da eben dann auch durchs Portal gehen kann. So, das Portal ist da oben. Na, kommt her. Und dann seid ihr gleich Matsch. Na kommt, ihr Lieben. Na hopp, kommt. Wo ist das Portal? Ich will euch noch vor dem Portal, will ich doch den letzten, den Gar ausmachen.
kommt ja auch wieder die Faschingszeit. Oh, ich hasse dieses fröhliche, dieses und dieses ganze Getue und ganzes das ist für mich so scheinheilig, dieses Fasching. Also für, es gibt da einige, die wirklich gerne, aber manche, wenn man das dann im Fernsehen und so sieht, da merkst du richtig, dass die nur so tun, und das finde ich einfach, ich kann das nicht ab. Ich finde das so schlimm. Na gut, dann mache ich mich jetzt auf den Weg und versuch mal den Ork. Hatte ich. Oh Gott, meine Gedanken. Ja, ich hatte das Siegel ja jetzt abgegeben. Das Portal ist doch da, verdammte Müllkacke. So, ich probiere das jetzt einfach mal. Wie viele Siege habe ich jetzt? 2 von den Siegeln, und ich kann hier gleich mal noch das abgeben, den bitteren Honig. Und auch die beiden Siegel. Setze ich mal auch noch den Quest-EP ein. Gibt es auch noch ein bisschen mehr. Wie viel mehr? 150, also 50% nochmal drauf. Na dann. 50% nochmal drauf. Also 3000 noch was. Und wie viel? 10.350. Ja, passt. Nee, halt. Es waren ja nur 2 Münzen. Und jetzt gehe ich mal zur Ebene der Harmonie und nehme mal den Auftrag mit dem Ork an. Mal sehen, vielleicht schaffe ich es ja, weil in den Schatzkisten ist manchmal echt tolles Zeug drinne. Ich guck mir hier erstmal die Händler hier durch, was die hier so Tolles haben. Manchmal Löwen, die Kräuter, Lebenselixier, mit der Reinigung, Schneeball, was? Normale Essenz des Feuers. Das weiß ich noch nicht, was das ist. Werde ich mich mal kundig machen. Beziehungsweise, wer das dann weiß, kann es mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich brauche ja immer noch Handschuhe. Dann gucken wir mal, ob wir hier welche finden. Nee, keine. Glückstrank. Was haben wir hier? Der will natürlich verdammt viel dafür haben. Nee, gilt jetzt gerade nicht. Paul Trons Umarmung. Die ist doch bestimmt für einen Magier. Was haben wir hier? Was ist denn das? Rüstung. Die kann dann auch wirklich gekauft werden. Also, kann dann repariert werden. So, Pauldrons Reif. Aber da steht nicht, wo man die dann sollte.